mein Freund, wie kann ich dir helfen? Wie schält man eine Banane? Hier ist ein 2-minütiges Lehrvideo darüber, wie man eine Banane richtig schält. Aber was ist schon richtig? Wie schält man eine Banane richtig? Tja, also ich habe hier noch ein paar Dutzend Videos mehr zum Thema. Und falls du am Nährstoffwert der Banane interessiert bist, habe ich noch ein paar Empfehlungen zu, wie schält man eine Banane richtig ohne Hände. Jetzt wird's ein bisschen schwierig, aber hier habe ich ein Video von der Banane ohne Hände schälen Challenge. Das Video hat 224 Views, du bist also nicht allein. Moment, danach hast du doch gesucht, oder? Okay, nicht meine Baustelle. Nächster. Wie baut man ein Auto? Gute Suchanfrage, da bitteschön, ein Video von einer darauf spezialisierten Automobilfabrik. Die haben sogar einen ganzen Channel. Wie baut man ein Auto selbst ganz von vorne? Ah, Künstler, ja? Hier, ein richtiger Profi mit jahrelanger Erfahrung zeigt, wie das am einfachsten zu... Wie baut man ein Auto selbst ganz von vorne ohne Erfahrung? Hab was für dich. Experten erklären, warum das nicht ganz so gut funktionieren kann. Aber... ich schalte lieber die Werbung. Nächster bitte. Wie fährt man? Es geht auch immer wieder um Autos. Hier eine Werbung für eine Fahrschule. Wie fährt man? Online-Kurs. Eine Werbung zu einem Rennspiel vielleicht? Wie fährt man, wenn man nur 6 Jahre alt ist? Weißt du was? Nur schreibt man ohne H. Hier ein paar Rechtschreibkurse. Nächster. Katzen, die twerken. Katzen, ein Dauerrenner. Das ist alles, was ich habe. 1.268.349 Videos. Welches möchtest du zuerst gucken? Hallo? Okay, hab ihn verloren. Nächster. Wie kocht man ein hartes Ei? Oh, das weiß ich. Zu diesem Thema gibt es Hunderttausende in einem Waschbecken. Oh. Naja, alles, was ich dir zeigen kann, ist, dass hart gekochte Eier schwimmen und nicht untergehen. Nichts zu danken. Ciao. Nächster. Wie man eine Banane nicht isst. Ach, du schon wieder. Ich nehme an, du hast die Challenge gewagt. Glückwunsch oder so. Okay, es gibt ein Video über 5 Regeln des Bananenessens. Und ein Sonnenseite-Video darüber, was 2 Bananen am Tag ausmachen. Nutzlos, ich google. Moment, was ist denn mit den 2 Bananen pro Tag? Naja, nächster. Wie macht man Cereal Soup? Was für ein Ding? Müsli-Suppe? Ah, du meinst wohl das Videospiel. Also hier ein paar Videos über die Erstellung eines Avatars. Was? Gehst du etwa auch googeln? Ich habe sogar ein Video, das die Frage beantwortet, ob Müsli eigentlich Suppe ist. Und es hat sogar fast 6 Millionen Views. Na egal. Nächster. Wie nenne ich mein... deine Katze? Nein. Deinen Hund? Nein. Dein Kind? Nein, mein WLAN. Ah, ich habe eine ganze Liste von Netzwerknamen für dich, mein Lieber. Nächster. Basteln mit 2000 Klopapierrollen. Ich habe kein Bastelvideo, das ganz genau 2000 Klopapierrollen verwendet, aber ich kann dir ein paar 100.000 Videos zeigen, was man mit ein paar weniger Rollen anstellen kann. Was sagst du? Ich merke schon, du bist beschäftigt. Nächster. Manchmal, wenn ich alleine bin, dann... Hey, Kumpel, will ich das wirklich wissen? Benutze ich Comic Sans? Oh nein, wie gruselig. Hier eine Werbung für einen Ort, an dem dir geholfen werden kann. Pass auf dich auf, Kumpel, und halt durch. Nächster. Wie trenne ich das Salz vom Popcorn? Warum lässt du es nicht einfach da? Na gut, wie auch immer. Meine Ergebnisse zeigen nur, wie man noch mehr Salz hinzugibt. Oh, und ein Video zeigt dir, wie man gesalzenes Karamellpopcorn macht, falls du daran interessiert sein solltest. Hey, wo bist du? Bloß nicht schon wieder Google. Okay, nächster. Wie friere ich Eiscreme ein? Ist die Frage ernst gemeint? Warte, wusstest du, dass du in nur 5 Minuten Eiscreme machen kannst, anstatt Stunden zu warten? Und Hannah Montana ist wohl auch noch dabei. Hm? Steht hier, guck doch nach. Nächster. Wie kann ich mit Schlafen Geld verdienen? Ich wünschte, das ginge. Okay, hier sind 7, 3, 5, 15, 10 und 11 Wege, wie das geht. Keiner davon funktioniert wirklich, aber man kann es ja mal versuchen. Hallo? Soll ich dir lieber Ergebnisse über Narkolepsie liefern? Hey Leute, könnt ihr ihn bitte mal raustragen? Ich habe noch andere Kunden. Danke. Oi, ich habe gerade ein paar Netflix-Videos hochgeladen, aber YouTube hat sie gelöscht. Warum? Tja, oh, wie skrupellos. Sorry. Hier hast du ein Video von einem Anwalt, der sich mit Medienpiraterie befasst. Oder noch besser, eine ganze Playlist über das Thema. Lern was. Nächster. Wie man ein Bild malt. Na klar, hier ein paar Millionen Tutorials von jedem Kunstschaffenden auf der Welt, der einen YouTube-Channel hat. Wie man ein Bild ohne Stift malt.
Du stellst mich echt auf die Probe, gell? Du meinst, ohne mit dem Stift abzusetzen. Da hab ich was. Wie man ein Bild malt, ohne den Stift in der Hand zu halten. Hey, kein Grund gleich zu Caps locken, Freundchen. Ich habe auch Gefühle, weißt du? Hier, was ist mit dem Tutorial? Eine Hand malen, die keinen Stift hält. Hast du danach gefragt? Ach, weißt du was? Geh einfach googeln, ist gleich nebenan. Nächster! Wie man ein Schloss knackt. Womit willst du es denn knacken? Ich habe Haarklammern, Büroklammern, nichts. Mike Boyd. Moment mal, wer ist Mike Boyd? Egal, du hast die Wahl. Mit den Augen. Ich hoffe, du meinst nicht meine Augen. Hey, ich habe ein paar Musikvideos gefunden. Was machst du? Die Tür ist nicht mal verschlossen. Einfach drücken und hol den nächsten Kunden rein, ja? Hunde, die eine Maisdose öffnen. Hunde machen das nicht, aber sie knabbern gern am Maiskolben. Oder willst du was über die leckeren Corn Dogs wissen? Hunde, die ein Gurkenglas öffnen. Hey, ich habe einen Corn Dog, der mit Essiggurken gefüllt ist. Ah, Interesse geweckt. Nächster. Loch Ness Monster Comedy Show. Soll das ein Witz sein? Naja, ich kenne viele Comedy-Shows und in einigen von ihnen geht's um das Loch Ness Monster. Allerdings habe ich keine Videos, sorry. Nächster. Wie man sich glaubwürdig krank meldet. Oh, raffiniert. Es gibt hunderte Gründe, warum man nicht auf die Arbeit gehen kann und ein Musikvideo, das sie untermalt. Zufrieden? Nächster. Warum höre ich Bossmusik? Oh, ich habe so viele Dark Souls-Videos dazu. Nimm sie einfach alle mit, ja? Das beschäftigt dich. Nächster. Wie einem die Hose nicht runterrutscht. Weißt du was? Du kriegst keine Videos, aber hier, nimm das. Das nennt man einen Gürtel. Wenn der nicht hilft, versuch's mal mit Hosenträgern. Und wenn die dir nicht gefallen, noch ein Vorschlag. Jogginghosen. Metallienschnürung. Nächster. Wo willst du hin? Oh, ich geh doch gar nicht weg. Wie süß. Hier ein Lied als Dank. Wo willst du hin? Karaoke. Ach, du willst mitsingen. Cool. Allerdings ohne mich. Hier sind deine Ergebnisse. Ciao. Nächster. Ich glaube, ich bin ein Soziopath. Glaubst du? Naja, mach mal diesen Test. Und hier sind noch ein paar Symptome. Das wird schon wieder. Nächster. Kann ich eine Zitrone essen? Na klar kannst du das. Hier ein paar Zitronen-Essen-Challenges. Die haben übrigens fast 100 Millionen Views. Krass, oder? Kann ich eine Zitrone wie eine Orange essen? Naja, die ersten zwei Ergebnisse sagen, dass das theoretisch möglich ist. Aber das würde ich nicht empfehlen. Hier, das Video hat 70 Millionen Views. Könntest du vielleicht aufhören, die Zitrone vor meiner Nase zu essen? Nächster. Warum wird die 11 nicht als 1 und 10 ausgesprochen? Gute Frage. Ich sehe hier, dass sich schon 300.000 andere diese Frage gestellt haben. Hier, dein Preis ist ein Erklärvideo. Das sollte dir helfen. Viel Spaß. Nächster. Einhörner, echte Videos. Du weißt schon, dass es die nicht gibt, oder? Wie auch immer. Hier hast du ein paar Clickbait-Videos, nur für dich. Und wenn du Google fragst, die können dir auch nicht mehr geben. Pech gehabt. Nächster. Warum gibt es keine Züge in Amerika? Du bist nicht zufällig mit dem Herren von gerade eben befreundet, oder? In Amerika gibt's Züge. Hier ein paar Beweise. Nächster. Wie macht man einen Billardtisch aus Papier? Naja, es gibt einen Billardtisch aus Pappe, einen aus Holz, einen aus Glas. Nicht zu empfehlen. Und ja, auch einen aus Papier. Da wird mit einem Stift gespielt, falls es dich interessiert. Nächster. Wie würde eine Reise zum Marianengraben aussehen? Haha, ich habe genau das, was du brauchst. Hier, als erstes in der Ergebnisliste ein Video von der Sonnenseite über das Thema. Das wirst du nicht bereuen, ich verspreche's. Puh, das reicht wohl erstmal für heute. Leute, ihr könnt rauskommen, wir haben eh kein Papier mehr zum Drucken. Sehen uns zur Nachtschicht. Kommt nicht zu spät.